Bitte? Skinheads. Das da ist ein Skinhead. Nee, nicht der, das ist ein Skinhead. Skinheads sind voll berühmt, jeden Tag in den Medien. Und wie wird man ein richtiger Skinhead, erkläre ich euch. Als erstes musst du deine Ausbildung schmeißen. Dann kannst du hinterher deinen Freunden erzählen, dass der Ausländer dir deinen Arbeitsplatz weggenommen hat. So, jetzt hast du ganz viel Freizeit und damit du nicht auf dumme Gedanken kommst, trittst du in einen der schönen Jugendclubs ein. Voraussetzung, das richtige Outfit. Runter mit der Schafswolle und anschließend ganz neu einkleiden. Am besten im SS-Verkauf. Der neueste Schick aus Dessau und zack, wegfrei für das neue Clubmitglied. Guck mal, schon Post gekriegt von deinen neuen Spielkameraden. Tolle Begrüßungsgeschenke. Ein schöner Schmuckring. Eine CD zum Mitgrölen. Ganz wichtig, der Skinhead-Knigge. Nicht nur Tracht und Prügel gehören dazu, sondern auch richtiges Verhalten. Erste Lektion, nur noch deutsche Sachen auf den Tisch. Macht die Ernährung gleich viel einfacher. Prost! Zweite Lektion, Ordnung auch im Bücherregal. Alles an seinen rechten Platz. Und damit der Skinhead auch weiß, wie er in Zukunft Deutsche von Ausländern unterscheiden kann, dritte Lektion, genaue geografische Kenntnisse. Denn wer nicht zum großen D dazugehört, wird ausgeladen. Kennt er ja. Und damit der Skinhead auch immer weiß, wo die nächste Rückreiseüberredungsaktion stattfindet, schaut er schnell ins Internet. Natürlich nur auf einem rein deutschen Betriebssystem. Halt, greift der lange Arm des Gesetzes ein, verbietet dir deinen schönen Jugendclub. Macht aber nichts, gibt ja noch einen anderen. Auch nicht gut? Dann aber den. So einfach geht das. Und nächste Woche NPD-Verbot, voll in die Hose gegangen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.